Soletti-Salzstangen werden seit über 70 Jahren nach dem gleichen Prinzip hergestellt. Eigentlich relativ simpel, wenn man weiß, wie es geht. Mischen, den Teig ausrollen, mehrfach ausrollen, immer wieder dünner machen. Dann an der Anlage wird er nochmals gewalzt, wird zu einem Teigband geformt. Dieses Teigband wird dann vor dem Ofen geschnitten. Die Salzstangen werden belaugt, dann werden sie besalzt. Und dann gehen sie nach dem Hackvorgang in den Ofen und werden circa 3 Minuten gebacken und kommen dann als fertige Soletti aus dem Ofen heraus und werden dann eben verpackt. Der Salzanteil in unseren Produkten ist natürlich immer wieder ein Thema, weil es ja auch jetzt sehr gerade ein großes Thema ist, auch in der Gesellschaft. Prinzipiell haben wir schon über die Jahre einen Salzanteil von 4,5 auf 4% reduziert. Im Moment gibt es aber keine weiteren Bestrebungen, das zu adaptieren. Technisch reduzieren kann man das Salz natürlich, aber es würde einen massiven Einfluss auf den Geschmack des Produktes haben. Wenn wir von 4% Salz reden, sind diese 4% nicht allein durch das aufgestreute Salz, was der Konsument sieht. Ein Teil des Salzes ist im Teig drinnen, ein ganz verschwindend kleiner Teil, den ich für den Prozess benötige. Ein weiterer Anteil kommt durch die aufgebrachte Lauge. Ein Punkt, den ich auch nicht weglassen kann, weil sonst wäre es kein Salzstangerl mehr. Und der letzte Teil der gesamten 4% Salzmenge kommt durch das aufgestreute Salz. Und wenn ich das weglassen würde, dann wäre es kein Salzstangerl mehr. Nicht jedes Salz kommt auf unsere Salzstangen. Wir haben ein spezielles Salz im Einsatz mit einer ganz bestimmten Körnungsgröße, circa 1 bis 1,6 mm. Und wir benötigen diese Körnung und dieses Salz, weil mit unserem Prozess andere Salzarten oder andere Körnungsarten nicht ausreichend haften würden. Und das ist nicht nur ein Spleen von uns, sondern wir brauchen das, um mit unserer Technologie die perfekte Kombination zwischen aufgestreutem Salz und gebackenen Soletti zu haben. Ja.